zusammen, Kai Matthias hier von der Intake für Voice of CNC und wir sind auf dem Stand von Wappler. Neben mir der Herr Wappler. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und wir würden gerne über die Herausforderungen des Marktes sprechen, über Innovationen sprechen und was ihr uns so mitgebracht habt und was so eure Philosophie ist und was euch so besonders macht, welche USPs momentan auf der Messe hier vertreten sind und würde einmal das Wort übergeben. Was treibt euch auf die Intake dieses Jahr? Ja, danke erstmal für die Einladung oder dass ihr hier seid, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier mal zu präsentieren. Ja, Firma Wappler, mein Name ist Franz Wappler, ich bin eines der drei Gesellschafter von der Firma Wappler. Wir sind ein Familienunternehmen, 45 Leute. Wir sind historisch gesehen ein Händler von CNC-Werkzeugmaschinen, sind aber mittlerweile mehr als nur ein Werkzeugmaschinenhändler, sondern wir bieten unseren Kunden Gesamtfertigungslösungen an, von der Maschine bis zur Automation. Ja, das heißt, unser Know-how ist es, die Komplettlösung beim Kunden anzubieten, sprich von der Auswahl der effektiven Maschine bis hin zur integrierten Automatisierungstechnik bieten wir dem Kunden an und sind für die komplette Koordination verantwortlich. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man kommt als Kunde zu euch und ihr bietet das 360-Grad-Komplettpaket an. Man hat ein Problem und ihr schafft es, von Anfang bis Ende das durchzutakten, durchzuplanen, damit ich am Ende mit einer Lösung dastehe und mit Unterstützung, die von euch dann letztendlich kommt und euren Maschinen. Ganz genau. Also bei uns steht quasi das Problem des Kunden im Vordergrund und wir machen daraus für den Kunden im besten Fall eine gute Lösung, dass er dann effektiv und dass der Return on Invest für den Kunden sehr schnell kommt. Das ist wichtig. Ja, sehr, sehr schön. Und wenn wir über Return on Invest sprechen, wenn man denn erstmal den Invest tätigen möchte. In was lohnt es sich denn, wenn man eine Komplettlösung bei euch bucht und machen möchte, wenn man über Innovation oder was ihr so mitbringt an eigenen Maschinen, wofür entscheiden sich letztendlich die Kunden, wenn sie bei euch eine 360-Grad-Komplettlösung bekommen? Also gibt es da, sagen wir mal, Produkt-Highlights, die ihr mitgebracht habt, wo man sagt, ja, das darf in der Komplettlösung auch auf jeden Fall nicht fehlen? Genau, also wir haben hier drei Highlights auf der Messe. Das eine ist hinter mir die 5-Achs-Bearbeitungszentrum für den Fräsbereich. Das ist quasi für eine komplex 5-Achs-Bearbeitung mit der neuen TNC-7-Steuerung von Heidenhain. Die ist ja neu auf dem Markt. Das ist eines der Highlights. Das ist also die DVF 5000-Serie Mark II für, wie gesagt, sehr komplexe Teile. Wir haben die DNX 2100S, das ist die Maschine, die wir hier im Hintergrund sehen. Ist ein Einstiegsmodell im Dreh-Fräs-Bereich. Wer also Dreh- und Frästeile hat, kann man auf der Maschine quasi mit einem Vorgang oder mit einer Bearbeitung durchführen. Ist ein Einstiegsmodell und ja, steht für mehr Flexibilität beim Kunden. Also gerade wer da vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen neu ist, für den ist das eine sehr attraktive Maschine, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Und wir haben hinter uns eine eigene Automatisierungslösung hier mit aufgestellt. Das heißt, das ist eine 6-Seiten-Bearbeitung, einmal bestehend aus einem Spannsystem der Firma Kressel, ein Partner von uns, dem Kuga-Roboter. Dem Kuga ist vielleicht jeder auch ein Stück weit aus der, hat jeder schon mal in einem Automobilbereich gesehen, ne? Steht dort überall. Und das Ganze ist zur automatischen Be- und Entladung von Teilen aus der Maschine. Okay. Na, das sind so unsere Highlights. Also wir können wirklich von dem Auswahl eines Kamerasystems, Spannsysteme, wir können die Werkzeugmaschine wählen wir aus. Also es gibt bei uns Themen im Bereich der Zerspannung, wo wir dem Kunden eigentlich von A bis Z zur Seite stehen. Ja. Und auch so auf. Also sehr, sehr schön. Das heißt, die Bandbreite habt ihr wirklich geöffnet, sodass es keinen Kunden gibt, der bei euch nicht zufrieden sein kann eigentlich, oder? Also das zumindest ist der, genau, das ist könntet. Der Idealfall, richtig, ja, genau. Sehr, sehr schön, vor allem, genau. Weil das Thema Automation ja besonders hoch im Kurs ist, haben wir jetzt bei vielen, mit denen wir gesprochen haben, auf jeden Fall gemerkt. Thema Nachhaltigkeit, Thema Produktivität und ich glaube, wenn man den ganzen Prozess von euch begleitet bekommt, scheint es so, als wenn das für eure Kunden ein Punkt sein könnte, um Produktivität und Effizienz wahrscheinlich zu steigern, weil ihr in den ganzen, sagen wir mal, Prozess eingreifen könnt und beraten könnt. Ich, ja, und das ist auch das Thema, wie immer so schön gesagt wird, Fachkräftemangel. Ne? Ja. Dem begegnen wir mit dem Thema Automation. Ne? Das heißt also, die Automatisierung steht ja dafür, dass man die Produktivität erhöht, dass man die Ausfallzeiten minimiert. Ja. Ein Roboter, der muss nie auf Toilette gehen, der braucht keinen Kaffee oder Ähnliches. Ne? Und man kann ihn vor allem für einfache und schwere Arbeiten nutzen. Ne? Das heißt also, dort, wo vielleicht ein einfaches Be- und Entladen, einfach nur Teile einlegen,
die schwer sind, die den Menschen einfach nur gesundheitlich schaden. Das kann der Roboter übernehmen und die Mitarbeiter an sich können qualifizierte Arbeiten übernehmen und macht ja auch den Arbeitgeber, der diese Leistungen anbietet, auch wieder attraktiver für den Arbeitnehmer, ne, für die Stellen. Ja. Und das, das ist die, das Thema Automation und das ist auch, wo wir mehr und mehr in diese Thematik reinkommen. Wir selber bieten Automatisierungen jetzt seit 2018 an, also 7 Jahre. Mittlerweile haben wir uns das als zweites Standbein aufgebaut und ich bin ja sehr zuversichtlich, dass wir hier noch viele Probleme in Zukunft vom Kunden lösen werden. Und das war auch der richtig strategische Schritt, ohne Frage. Sehr cool. Ja, jetzt haben wir schon ein großes Thema noch mit angeschnitten, nämlich das Thema Herausforderungen auf dem Markt und wie man bestimmten Herausforderungen, vor allem hier auf dem deutschen Markt, gerade begegnet. Fachkräftemangel ist gerade schon gefallen. Das ist ein Punkt, Vielleicht gibt es noch andere Herausforderungen, wo man sagt, das haben wir uns rausgepickt und können Lösungen dafür bieten. Oder kennt ihr Sachen, wo ihr sagt, das wird für die Zukunft auf jeden Fall wichtig und da wollen wir uns vielleicht noch hinorientieren? Genau, also das große Thema ist aktuell, dass sich der Markt sehr stark verändert momentan. Und das sehen wir aktuell nicht nur als Herausforderung, sondern als Chance. Na, weil wir, es sind viele Industriezweige, die gerade das Land ein Stück weit verlassen, aus diversen Gründen. Aber es entstehen auch immer neue. Und gerade in diese Lücke können wir mit unserer Individualität reingehen. Das heißt also, wir sind auch sehr breit in den Industriezweigen aufgestellt und können genau in diesen Zweigen dann auch speziell rein und unsere Know-how und unsere dort speziell reingehen. Das ist eines der großen Themen. Also wir sehen das als große Chance, auch neue Industriezweige wieder zu entdecken, was wichtig ist. Fachkräftemangel haben wir gerade gesagt, das Thema. Und dann ist noch ein Thema KI. Ich glaube, das ist ein großes Thema für die Zukunft. Das wird bei uns in der Technologie der Werkzeugmaschinen uns in den nächsten Jahren sehr stark begleiten, glaube ich. Auch im Bereich der Fernwartung, Ferndiagnose beim Werkzeugmaschinen wird es, denke ich, mehr und mehr zum Einsatz kommen, um den Kunden einfach schnell und effektiv auch aus der Ferne möglichst schnell zu helfen, dass das Problem gelöst wird. Das ist ja auch sehr wichtig. Und das sind so die Herausforderungen, die wir aktuell haben und denen wir auch begegnen. Und ich sehe diese Zeit hier, wie gesagt, als eine sehr, sehr große Chance, diese Themen in Zukunft zu anzugehen. Ja, cool. Ja, sehr, sehr schön zu hören. Die Firma Wappler, eine Firma, die Chancen ergreift und mit Chancen und Zuversicht in die Zukunft blickt. Und absolut. Ich kann nur von Herzen Danke sagen, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und für diesen kurzen Einblick. Und wir wünschen ganz, ganz viel Erfolg hier auf der InTech und für die nächsten Jahre auf jeden Fall sowieso. Vielen Dank und danke fürs Interview. Dankeschön. Danke.